Hallihallo, willkommen zurück zu ESO. Weiter geht's. Wir hatten ja noch eine andere Quest doch eigentlich offen. Mal gucken. Quests da. Somerset da. Ja, das ist klar. Keiner. Wo ist der denn wieder? Weiß ich nicht. Lilandrille müssen wir sowieso hin, ja. Ach, mir gefallen für Justitia Rolunde. Machen wir das erstmal eben. Damit wir die Quest fertig haben. Das ist hier vorne. Ist auch da hinten. Ach, alles da hinten. Was ist da noch? Wolkenruhe. Nee, 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 nee. Ja, dann müssen wir wohl da hinten erstmal hin. Alles klar. Was ist denn da? Ach, Wolkenruhe ist eine Prüfung. Okay. Ja, jetzt natürlich. Ach, da oben ist noch was. Da. Glyptkabale. Sprich mit keiner. Nee, gehen wir erstmal jetzt da hinten hin. Ja, ist ein längerer Weg. Egal. Müssen wir jetzt sowieso früher oder später. Dann gehen wir jetzt eben dahin. Machen uns auf den Weg. Dann gehen wir mal den schmalen Weg dahin. Bei gucken. Da werden wir so noch was finden vorher. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß auf alle Fälle von einem Rätsel, das noch hier ist. Was aber nicht so schwer ist. Müsste auch jetzt gleich hier irgendwo dann kommen, also beginnen. Ja, mal gucken. Dann kriegen wir es da hinten. Kann natürlich auch sein, dass wir das erst da hinten bekommen. Vielleicht ist hier noch ein kleines Rätsel. Hier, ne? Ja, genau. Ja, das ist wieder so ein Anker. Der Kluftgeysir. Oh, das wird euch gefallen. Ich sehe eine winzige Insel inmitten von. Es ist entweder Wasser oder Katzen. Schwer zu sagen. Hoffen wir auf Katzen, ja? Jetzt können wir hier auch gutes Obskuren benutzen. Machen wir mal. Leider nur das Gebiet, wo er ungefähr ist, müssen wir jetzt natürlich jetzt suchen, wo dann diese, so ein Riss, ne, war das, glaube ich, wo er jetzt hier genau ist. Ist halt wie bei Antiquitäten auch, man muss suchen, wo das genau ist. Ich wollte nicht runter, nein. Ist auch ziemlich schwer zu finden. Haben wir nicht schon die Fertigkeitslinie? Weiß ich gar nicht. Wo ist sie? Haben wir die schon? Nein, haben wir nicht mal. Nee, haben wir nicht. Nein, die haben wir noch nicht. Die Fertigkeitslinie vom Psychic-Orden muss man, glaube ich, erst einfinden, glaube ich, auch für. Machen wir aber auch, glaube ich, eher später. Das ist wirklich nervig zu finden, welchen Offscreen suchen, wo ich den gefunden habe. Dann zeige ich es euch dann nachher. Aber jetzt. Nee, jetzt nicht. Ich will gleich so nach der Aufnahme, also nach dem nächsten Part dann noch wieder streamen. Ein bisschen knapp alles jetzt hier. Werden wir beim nächsten Mal, wenn auch viel noch natürlich hier machen, ist klar. Will ich euch noch zeigen. Ich habe genug von diesem verrückten Wald. Ihr seht aus, als könntet ihr etwas Gold brauchen. Lust, einen Auftrag von mir zu übernehmen? Was ganz Simples. Eine Akademikerin muss durch diesen Wald eskortiert werden. Wo ist diese Akademikerin? Sie wollte mich in ihrem Lager treffen. In Anbetracht dessen, welchem Gesindel man so auf der Straße begegnet, wollte ich eine Abkürzung durch den Wald nehmen. Das ist ein Labyrinth da drin. Ich wurde angeheuert, um für die Sicherheit einer Forschungsexpedition zu sorgen und nicht, um mich in voller Rüstung durch den Wald zu quälen. Das ging für euch in Ordnung, sie dort zurückzulassen? Anderen hätte es besser wissen sollen. Eine Altmeer kämpft um Ruhm und nicht um Gold. Durch den Dreck kriechen, nur um irgend so einen unbedeutenden kleinen Tempel zu finden? Ein Skandal ist das. Sind wir uns denn nun einig? Nehmt ihr mir diese Sache ab? Ich begleite Annemarie auf ihrer Expedition. So, ist es das da? Ja, genau. Eben. Nein. Da sind die Zeitrisse. Dunkle Anker, deutsches Bündnis. Nein.
Da ist es doch. Ist, glaube ich, schöner Wald, wo ich gerade von gesprochen hatte. Es müsste der hier sein. Muss ich denn anfangen? Ach, erstmal da oben. Ja, genau. Sowieso noch. Wegschrein mitnehmen. Das ist hier, glaube ich, der Wald müsste da sein. Ist ein kleines Rätsel. Ist nicht so groß der Wald. Ist kein riesen Labyrinth. Keine Sorge. Nur den Weg zu finden, der ist nicht ganz so einfach. Aber ich meine, ich habe ihn noch genau im Kopf. Aber ja schon dreimal, glaube ich, gemacht. Wenn man es einmal herausgefunden hat, einmal weiß, ist es nicht so schwer. So, Anleben, wo bist du? Da ist ja schon der Riss. Da steht sie. Seid gegrüßt, meine Freundin. Euch ausgerechnet so weit draußen zu treffen. Sagt, seid ihr hier schon einer anderen Hochelfin begegnet? Schwere Rüstung, sauertöpfische Art. Ich hatte sie als Eskorte für meine Expedition angeheuert. Und bedauerlicherweise kann es ohne sie nicht losgehen. Ich bin auf dem Weg hierher einer Sultanin begegnet. Sie meinte, dass sie kündigt. Wenig überraschend, wenn man ihr Verhalten bei unserem letzten Gespräch bedenkt. Trotzdem ist es schwierig, jemanden zum Geleitschutz nach Ebenstadt-Mond zu überreden. Soweit ich gehört habe, verändert sich der Wald, wenn man ihn durchquert. Das Durchqueren dort ist also etwas knifflig. Warum müsst ihr den Wald durchqueren? Nun, ich habe bei meinen Nachforschungen von einem uralten Tempel irgendwo im Wald erfahren. Ich bin gekommen, um mir die Geheimnisse anzuschauen, die er womöglich birgt. Aber ich glaube nicht, dass es klug wäre, allein zu gehen. Sagt einmal, wärt ihr bereit, mich zu begleiten? Ich sollte erwähnen, dass ich gut bezahle. Sicher, ich werde helfen. Danke, dass ihr mein Angebot annehmt. Ich bin ziemlich aufgeregt wegen meiner ersten von mir geleiteten Expedition. Telenga mag einen erlesenen Geist besitzen, aber manchmal ist er ein bisschen anstrengend. Es ist schön, sich endlich von der Rolle als seine Assistentin lösen zu können. Ja, dann gehen wir mal rein, ne? Gehen wir mal rein. Wie gesagt, jetzt nur ein kleines Rätsel. Aber uns müssen wir darauf kommen, ne? Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Zeichen im Stein findet. Ja, wir müssen erstmal eine Inschrift finden. Okay, hier haben wir sie schon. Ja, das ist genau das, was wir suchen. Ah, es ist fast, als könnte ich die Worte hören. Selra Angyond. Östlicher Tempel? Dedra? Ich habe keine Zeit für Ablenkung. Könntet ihr sie mir vom Leibe halten, während ich übersetze? Ja, ja. Ja, kommen noch ein paar. Mit Isabel kein Thema. Unser Templerin. Was soll denn das? Unheilsbrot. Da kommt noch was. Ein Nogra. So, und tschüss. Hut eines Gefährten? Nee. Ja, ich muss mal ein bisschen den richtigen Weg finden. Mal gucken. Es sind ja, so kleine Gebiete, sag ich mal, mit jeweils, ich meine, müsste jeweils der zweite Türen, also zwei Portale sein. Muss natürlich jeweils das richtige Portal finden. Das ist halt dreimal. Moment, gleich sind wir beim ersten. Ja, die kleinen Gegner hier, die nerven ein bisschen. Aber geht. Sind nicht so schwer. So, und zwar muss man darauf achten, diese Krähen. Einmal sind es, müssen es zwei, dann drei und dann eine. So, gehen wir mal unten, was da unten, wie viele da unten sind. Müssten zwei, drei und dann eins sein. Ja, vorher selber zum anderen Portal und gucken, wie viele da sind. Also nur auf die Vögel achten, die da sind. Dann müssen wir, wie gesagt, durch alle drei Portale durch.
Sollen, glaube ich, drei sein. Waren, glaube ich, ruhig, die Vögel. Die müssen ruhig sein. Bin nicht ganz irre. So wie hier, ne? Hocken hier rum, die Flügel sind zusammen, müsste eigentlich hier richtig sein. Wie gesagt, 2, 3, 1 ist auf alle Fälle das Rätsel. Nun, das sagen zumindest die Gerüchte. Ebenstadt Mond schickt einen auf Irrwege. Vielleicht hilft uns eine weitere Inschrift. Aha! So, mal schauen. Wieder die Stimme. Para Eknai. Vergangen. Wieder Debra? Wir haben keine Zeit dafür. Seite an Seite. Seite an Seite. Volle Breitseite. Isabelle ist schon ziemlich stark, ja. Nikalia, die Verführerische. Nicht wirklich schwer. Geht eigentlich. So, jetzt müssen wir mal nicht in Portal, wo drei Vögel sind. Aber auch da, ich meine, wenn sie also ruhig sitzen, die Flügel natürlich zusammen, nicht ausgebreitet. Wenn ich mich nicht ganz irre. Werden wir gleich sehen. Wie viele sind da? Er ist verkehrt. Auch nur zwei, aber ist verkehrt. Wir müssen jetzt Portal mit drei finden. Sollte es sein. Es gibt nämlich immer zwei bis drei Portale hier. Da ist gar keiner, ist total falsch. Ach, ein Inrik ist ja auch. Bin ich noch weiter entfernt. So, von da kommen wir, glaube ich, ne? Da kommen wir, glaube ich. Ja, genau. Müssen wir doch natürlich das andere. Haben sie auch ein bisschen geändert hier. Auch einfacher gemacht, scheinbar. Scheinbar einfacher gemacht. Also nicht so wie vorher. Vorher war die Lösung immer 2, 3, 1. Es gibt wohl nur einen Weg, warum auch immer, ist so. Haben sie wohl viele verehrt, haben sie wohl nicht geschafft, ich mal von aus. War es ein bisschen anders als sonst. Ich meine, wer noch Somerset von Anfang an kennt, ne, der weiß es, der weiß, was ich meine, der kennt das noch. Man bekommt auch keinen wirklichen Hinweis, durch welche Portale man gehen muss. Ach, sind ja schon da. Ach du Kacke, ne. Ja, vergesst das mit der Lösung. Das ist viel einfacher geworden. Sehr viel einfacher. Wie gesagt, vorher musste man die Vögel oben auf dem Portal gucken. Wo die Flügel zusammen sind natürlich, ne. 2, 3, 1. Dann kann man auch dann hier hin. Da haben sie komplett geändert. Rausgenommen. Vereinfacht. Wie gesagt, warum auch immer, aber egal, wir wollen nicht meckern. Ja. Sonst wird man immer wieder, wenn man durch die falsche Portale gelaufen ist, immer zum außerhalb des Waldes geportet, müssen wir wieder von vorne beginnen. Das wäre mal das Problem dabei. Aber gibt kein Rätsel mehr. Haben sie stark vereinfacht. Das machen wir natürlich noch hier fertig. Tötet die Dedra. Nach lieben Sorina. Ja, haben sie, glaube ich, ein bisschen was geändert hier.
gehe mal davon aus, zu viele haben mich beschwert, zu schwer, nicht die Lösung gefunden, wie auch immer, keine Hinweise gefunden. Naja. So schwer war es eigentlich auch nicht. Fieder. Ja. Den Sternen sei Dank. Er kommt zu sich. Bin ich wirklich in Aetherius? Ich wusste nicht, dass euresgleichen hier Einlass findet. Keine Sorge, ihr lebt noch. Darf ich nach eurem Namen fragen? Wir vom Haus der Träumereien haben keine Namen, nur Masken. Aber ihr könnt mich Fieder nennen, denn ich habe mich der Kunst des Bogens verschrieben, wisst ihr? Oh, es tut mir bloß der Kopf weh. Wie bin ich hier gelandet? Ich kann mich an nichts erinnern. Erinnert euch daran, dass eben Stadmont kommt zu sein? Eben Stadmont? Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht erinnern. Doch ich muss mit meiner wandernden Truppe hierher gekommen sein. Ohne sie hätte ich Rellentil nicht verlassen. Jemand muss mich überfallen haben. Jemand will das, wenn man mich so anschaut. Vielleicht war es die Dedra, die ich besiegt habe. Dedra? Bei Maras Ellbogen, das klingt nicht gut. Könntet ihr dem Anführer meiner Truppe, Dirigent Forte, helfen? Ich muss ihn warnen. Er sollte hier irgendwo sein, glaube ich. Na gut, dann mal los. Das machen wir noch. Machen wir noch fertig. Ein bisschen länger dauert die Folge. Aber egal, möchte ich gerne in einer Folge dritten fertig haben. Seid ihr das? Fieder, was ist geschehen? Die ganze Truppe sucht nach euch. Großdirigent Forte? Ich wusste nicht, dass ihr in Edenstadt-Mont seid. Groß? Nein, nur Dirigent. Den Großdirigenten habe ich mir wohl kaum verdient. Anscheinend habt ihr Fieder an der Schwelle des Todes gerettet. Da denkt man gleich an die Geschichte von Temarian, der natürlich Rettung erfuhr durch die Nereiden von... Ach, aber nun ist nicht die Zeit für solche Geschichten. Erzählt mir, was ist geschehen? Annebene hat sein Leben gerettet. Kann ich ja nichts erinnern, aber es sind Dedra in der Nähe. Dedra? Ich hatte ja keine Ahnung. Unsere Wache hat seltsame Kreaturen gemeldet, die in der Nacht herumstreifen, aber ich habe von keinen Angriffen gehört. Etwas muss sie angelockt haben. Seid ihr gerade aus dem Tempel gekommen? Ja, da haben wir Fieder gefunden. Das einzige Bemerkenswerte, was ich im Tempel entdeckt habe, ist ein leuchtender Stein in der Hauptkammer. Ich konnte die Inschrift noch nicht entschlüsseln, aber sie könnte Dedra anlocken. Ich habe einen ähnlichen Stein in der Nähe gefunden. Könnt ihr mir bei der Untersuchung helfen? Was kann ich für euch tun? Hervorragend. Warum gehen ihr und eure Gefährte nicht zu dem Stein? Folgt einfach den Weg nach Norden. Ich begleite Fieder zu unserem Lager. Stelle sicher, dass man sich um ihn kümmert. Wir treffen uns wieder hier und tauschen uns über die Ergebnisse auf. Wir werden uns darum kümmern. Ich habe, glaube ich, alles hier ein bisschen geändert gehabt. Kommt mir irgendwie so vor, weil es ist, glaube ich, hier neu. Kommt mir zumindest nicht so bekannt vor. Ist komisch, aber gehen wir zu diesem Stein. Das ist, glaube ich, hier neu. Das Haus der Träumereien? In Edenstadt-Mont? Egal, machen wir eben mal fertig hier. So. Du noch. Ach, hör auf da, als will ich schwinge. Rubedo. Ach, doch, Leder, doch. Ja. Tschüss. Lederriemen. Ist doch ein Gürtel. Der schlecht ist. Ja. Einmal noch ein Dornherzriemen, ja genau. Das Set ist auch einfach zu bekommen und ist schon sehr gut. Finde ich, also zu Anfang ist es auf alle Fälle nicht verkehrt. Kriegt man ja in Rotka. So, machen wir noch hier fertig. Stimme? Erst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Es ist auch. Der Zukunft.
Mist. Nun, ich weiß jetzt, wo wir sind. Eine Expedition des Hauses der Träumereien, von der ich nie gehört habe. Großdirigent Forte, der nicht mit seinem richtigen Titel angesprochen werden möchte. Und die Tempelkammer, in der wir Fieder gefunden haben, die sah aus wie der erste Raum, in dem wir waren, nur dass nirgends eine Spinnwebe oder eine zerschlagene Bank zu sehen war. Das klingt alles sehr seltsam, aber was heißt das? Es heißt, dass wir dort sind, wo wir nie hätten sein sollen. In der Vergangenheit. Ich weiß, das klingt weit hergeholt. Aber erinnert ihr euch an den Stein, den wir aktiviert haben? Ich dachte, dass die Inschrift sich auf ein Ereignis bezieht. Aber die Vergangenheit war das Ziel, nicht ein Vorkommnis. Der Stein im Tempel hat uns in die Vergangenheit geschickt? Das ist meine Theorie. Und ich würde lieber keine weiteren Erkundungen anstellen, um es genauer herauszufinden. Eingriffe in die Vergangenheit können weitreichende Folgen haben. Ich frage mich, wie viel Ärger wir schon verursacht haben. Aber die Inschrift auf diesem Stein scheint zu bedeuten, dass er uns in die Gegenwart schickt. Könnt ihr euch da sicher sein? Ich kann mir da ehrlich gesagt gar nicht sicher sein. Aber wir müssen es versuchen. Ansonsten hängen wir in der Vergangenheit fest. In Ordnung. Ich werde diesen Stein einsetzen, um in die Gegenwart zurückzukehren. Dieser Stein sollte uns zurück in unsere natürliche Zeit führen. Ihr müsst euch dieses Ziel nur immer ganz klar vor Augen halten. Ich folge euch auf dem Fuße. Ja, mach da mal, ne? Ach nee, da. Eben Sanctum, eben Stadtmond. Ihr seid es. Ja, es haben alle ein bisschen geändert hier. Alles geändert. Ich suchte Jahr um Jahr und konnte euch doch nie finden. Und nun seid ihr hier, ganz am Anfang, wo alles begann. Und ihr seht aus, als wärt ihr keinen Tag gealtert. Meine Freundin, was ist mit euch geschehen? Ich bin nur durch die Tür gekommen, um in unsere ursprüngliche Zeit zurückzukehren. Also hat der Stein euch doch in die Zukunft geschickt. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. An dem Tag versuchte ich euch zu folgen und in unsere ursprüngliche Zeit zurückzukehren. Aber die Magie des Steins war verblasst und das Tor hatte sich geschlossen. Was ich auch versuchte, ich konnte es nicht öffnen. Was habt ihr getan? Ich war in Ebenstadtmond gefangen. Seit Jahrzehnten erforsche ich diese Sprache und suche verzweifelt nach einem Ausweg. Aber mein Pfad führt immer wieder hierher zurück. Doch jetzt habe ich es geschafft. Ich habe endlich einen Weg zurückgefunden. Um all dies zu verhindern. Was meint ihr? Ich muss mich selbst davon abhalten, jemals in der Zeit zurückzureisen. Ich habe mein Leben in diesem verfluchten Wald vergeudet. Der südliche Stein, das ist der Schlüssel. Halt, was ist das? Ist das Fieder? Da hinten der, ne? Wo? Fieder! Ja, genau. Haben sie alles ein bisschen geändert hier. Geht durch den Tempel. Der südliche Stein. Vanea ve Tendel. So lauten die Worte. Verhindert, dass all dies je geschieht. Nehmt mein Tagebuch. Es wird alles beweisen. Ja. Tagebuch haben wir hier nirgendwo gesehen. Mach natürlich hier noch fertig, ne? Ja, die haben alles nur ein bisschen abgeändert. Ich meine, das war vorher ein bisschen anders. Ein bisschen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also eine wirklich keine Gegner für uns. Oh, tschüss. Besiegt Fieder, ja, genau. Es ist Zeit für das große Finale unserer kleinen Produktion. Ja, Finale ist gleich da. Kleinen Moment. So, da haben wir's. So geht das Stück weiter. Stender, bitte segnet meine gute Freundin. Denn sie ist mächtig und macht mir irgendwie auch Angst. So.
müssen wir dadurch südlichen Stein aktivieren. Dann haben wir es wohl auch gleich schon fertig. Ja, wie gesagt, die haben das hier ein bisschen abgeändert. Eben statt Mond. Es war vorher ein bisschen anders. Ja, gehen wir da noch rein. Nun, ich schätze, jetzt muss der Vorhang fallen. Ihr habt es endlich heraus. Nun, Anderen kam darauf, oder? Aber hey, ihr habt die ganze Lauferei übernommen. Und da seid ihr nun gerade rechtzeitig, um unser großes Talent daran zu hindern, in ihre Hauptrolle zu schlüpfen. Der Vorhang muss fallen? Halt! Ich hätte euch gerade getötet, nachdem ihr Anderen umgebracht hattet. Ah, aber habt ihr mich getötet? Wirklich? Nicht einmal ein erfahrener Heiler hätte mich zurückholen können? Und ja, ich habe an Anderens Schlussszene teilgenommen, oder vielmehr werde ich das. Alles eine Frage der Perspektive, wisst ihr? Aber sie hätte nicht versuchen sollen, den Akt abzukürzen. Den Akt? Anderen war die weibliche Hauptrolle in unserer Aufführung. Sie sollte die Geheimnisse von Ebenstadt-Mond aufdecken, das wahre Potenzial seiner verborgenen Macht finden. Doch sie fand stattdessen einen Fluchtweg. Und mit ihrem letzten Atemzug erzählte sie euch vom Weg zurück an den Anfang. Zurück in den Anfang, das heißt, ich bin in der Gegenwart? Leider ja. Und damit muss auch meine Rolle enden. Ich habe einen ganz schönen Auftritt hingelegt, oder nicht? Die arme, verwirrte Seele, der garstige Bösewicht, der geheimnisvolle Weise. Aber ich glaube, ihr habt etwas zu tun, oder? Einen letzten Wunsch zu erfüllen, ne? Ich muss Anderen davon abhalten, in die Vergangenheit zu reisen. Ja, unsere Heldin sollte gleich dort draußen sein, wenn ich mich recht entsinne. Nach so vielen Durchläufen verliere ich allerdings gern mal ein wenig die Übersicht. Nun, da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht drüber reden. Ja, dann reden wir dann mit der Anderen. Dann haben wir das fertig. Wie gesagt, haben sie ein bisschen abgeändert. Zumindest das Rätsel komplett soweit rausgenommen. Warum auch immer. Egal. Ja, finde ich ein bisschen schade. Aber egal. Gehen wir noch eher nach ihm mit der Anderen reden. Geschafft. Oh, ich kann es kaum erwarten, endlich zu sehen, welche Geheimnisse er birgt. Dieser Tempel ist eine Falle. Wir müssen diesen bald verlassen. Sofort. Der Tempel ist eine Falle? Was meint ihr? Hier, dieses Buch sollte euch alles verraten. Ein Buch? Oh, das ist meine Handschrift. Ich bin nun schon seit Jahrzehnten in diesem Wald gefangen. Gefangen in der Vergangenheit. Mein Gesicht ist voller Falten. Mein Herz schwer vor Reue. Mein Leben wurde mir geraubt. Etwas hat euch zu diesem Tempel geführt. Und das nur in dem Versuch, euch hier festzusetzen. Etwas versucht mich. Großer Güte. Es fällt mir so schwer, das alles zu begreifen. Dieses Buch sollte euch die Einzelheiten näher bringen. Doch jetzt müssen wir erst einmal aufbrechen. Ja, das sehe ich genauso. Ihr habt euch während dieser Expedition selbst dabei übertroffen, mich zu beschützen. Auch wenn die genauen Einzelheiten etwas kompliziert erscheinen mögen. Allein der Gedanke, dass ich hier gefangen gewesen wäre. Ich würde sagen, unser Kontrakt ist erfüllt. Danke für alles, was ihr getan habt. Ja. Ich schätze, diese Expedition war also doch ein Erfolg. Die Notizen, die ihr mir gegeben habt, sind schließlich in meiner Handschrift verfasst. Dieses Ich wird jetzt natürlich nicht existieren, da ihr mich ja aufgehalten habt und... Und ich höre jetzt auf, bevor ich Kopfschmerzen kriege. Ja, würde ich auch sagen. So, dann gehen wir noch eben raus. Raus hier aus eben Stadtmond. Dann haben wir das auch fertig.
Ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von ESO. Dann geht's hier in Somerset weiter. Bis dahin, schöne Dö.